Astrologie. Heute ist Montag, der 11. Juli 2016. Mein Name ist Norbert Gieso. Ja, zu Beginn der neuen Woche steht uns der Wechsel von Venus und diese Woche auch der Wechsel von Merkur vom Krebs in den Löwen bevor. Sonne, Venus und Merkur stehen ja hier im emotionalen Zeichen Krebs und die Venus ist hier heute im vorletzten Zeichen des Krebs und wird morgen am Dienstag morgen ins Zeichen Löwe wechseln. Das bedeutet, dass alle Angelegenheiten, die mit der Venus assoziiert sind, im Wechsel inbegriffen sind. Immer wenn ein Planet das Zeichen wechselt, steht er quasi zwischen zwei unterschiedlichen Zuständen, verlässt den einen und wechselt in den anderen, ist also weder in dem einen noch in dem anderen ganz vorhanden. So ähnlich wie wenn wir auf eine große Reise gehen, dann sind wir am Ende auch eigentlich gar nicht mehr richtig zu Hause, aber wir sind noch nicht wirklich unterwegs. Venus hat zu tun auf der einen Seite mit Beziehungen und Kontakten und auf der anderen Seite mit Werten wie Selbstwert, aber auch materielle Werte. All dies ist im Krebs eher emotional introvertiert und wird, wenn Venus in den Löwen wechselt, wieder stärker nach außen treten. Es kann also gut sein, dass wir im Bereich Beziehung, Kontaktaufnahme, aber auch Werten oder auch materielle Werte mit der Venus im Löwen offener sind und auch stärker wieder nach draußen gehen. Merkur wird ihr dann am Donnerstag folgen. In der Nacht zum Donnerstag wird dann auch Merkur in den Löwen wechseln. Das bespreche ich aber dann noch. Heute am Montag beginnt die Woche mit dem Mond in der Waage, da ist also der Wunsch nach Kontakt gegeben, nach Ausgleich, nach Harmonie, danach die Welt oder unser Leben etwas schöner zu machen, als es ist, was uns natürlich abhängig von den jeweiligen Konstellationen mehr oder weniger gut gelingt. Der Mond wird heute am Montag, beziehungsweise der Mond wird morgen am Dienstag Abend um kurz vor 23 Uhr dann in den Skorpion wechseln, sodass wir dann Mitte der Woche eben Sonne in Krebs und Mond im Skorpion haben, beide in Wasserzeichen. Da steht uns also eine sehr emotionale Zeit ins Haus. Vorher aber macht der Mond das Quadrat zur Sonne, das zunehmende Halbquadrat. Der Mond ist also dann schon wieder ein Viertel vom letzten Neumond entfernt. Ein Aspekt, der in der Nacht zum Dienstag perfekt wird. Und was eben bedeutet, dass Sonne und Mond in verschiedene Richtungen zielen. Wo der Mond in der Waage offen ist, für Kontakte der Welt und anderen Menschen begegnen möchte, ist die Sonne im Krebs mehr auf sich und die Emotionen auf ihr eigenes Zuhause bezogen. Es ist also so ein bisschen diese Energie, bleibe ich zu Hause oder gehe ich aus? Bleibe ich bei mir oder gehe ich in den Kontakt? Teile ich mich mit? Inwieweit bin ich offen zu anderen? Und es ist ja so, dass durchaus Kommunikation mit anderen über unsere Befindlichkeiten zu sprechen uns tatsächlich auch helfen kann, erfordert aber auch oftmals einen gewissen Mut, über die Oberflächlichkeiten und Belanglosigkeiten hinauszugehen und wirklich über das zu sprechen, was uns im tiefsten auch tatsächlich bewegt. Vielleicht finden wir in diesen Tagen den Mut dazu. Ich wünsche uns allen heute einen schönen Montag und einen guten Wochenanfang und sage Tschüss, bis morgen.